die Pyramide von den Mayas, die als einzige an es ausgerichtet ist. Und hier seht ihr schon die Strukturen von den Chemtrails so in der Mitte, dass so ein Streifen hinterlässt. So, das ist einfach so die Atmung. So, bloß ihr Deppen müsst eben da sehen, dass da die Spitze fehlt. So, und diese ganzen Gesteine und so, das ist eindeutig, sieht es nach diesen Streifen aus, überall. Also wenn die Schlange mehr gezeigt wird, dann hat das immer diese Struktur vom Streifen, so. Genauso wie jetzt der Kopf von der Schlange. Ist hier vorne das Flugzeug. So, und damals gab es noch keine Flugzeuge. So, und jetzt zeige ich euch mal mit einer Spitze die Pyramide und den Eurofighter. So, und nun, ach, weiß ich auch nicht, man kann sogar zählen jetzt an den Stufen, was für eine Bewaffnung dieses Ding damals hatte. Also so wie unser Eurofighter, wenn man so will. Und dass die Wissenschaft, dass es eben auch nachgegangen ist 2012, was diese Schlangen bedeutet am Himmel. Also er hier, der Kukulkan, seht ihr auch mit das Kreuz, denn den Vogel. Da oben ist dann, was ihr mehr als Haben nennt, seine Federn da oben. Das muss, er ist eben riesengroß. Also den kann man nicht so angucken, dass du den da komplett siehst. Jeweils hat das immer mit der Sonne zu tun, seine Pfeile, die er abschießt, damit sein Bogen. Und das ist überall immer die gleiche Scheiße. So, das müsst ihr doch mal kapieren, endlich mal. Not.